Villa Maddalena im Norden von Sao Paulo. Hier befinden sich die Trainingsräume des Ballet des Cegos, so der brasilianische Name des Blindenballetts. Rund 80 Mädchen und Frauen erhalten hier Ballettunterricht, aufgeteilt nach Alter und Niveau. Nicht alle haben die Sehkraft vollständig verloren. Einige können noch hell von dunkel unterscheiden oder schemenhaft Umrisse erkennen. Die besten 20 Tänzerinnen bilden ein Ensemble, das für Gage auftritt. Bei Tanzfestivals, aber auch bei internationalen Show- und Firmen-Events. Vor 25 Jahren hat Fernanda Bianchini die Blindenballettschule gegründet. Heute ist sie Geschäftsführerin, unterrichtet aber, wenn immer es möglich ist, ihre Schützlinge selbst. Gleichgewicht halten und Arme hoch. Ich kippe um. Du kippst schon nicht. Du bist doch schon auf dem Boden. Wohin sollst du denn fallen? In einen Brunnen etwa? Die Männer sind nicht blind. Bruno, Everton und die anderen Tänzer sind beim Blindenballett fest angestellt. Im Übungsraum helfen sie den Ballerinen auch, ihre Positionen zu finden, sobald diese die Orientierung verloren haben. Beim Tanzen konzentrieren sich die Jungs ganz auf die Ballerinen. Sie zeigen ihnen die Tanzrichtung und schaffen eine Verbindung zwischen ihnen und der äußeren Welt. Für Jaeza ist La Esmeralda die größte Rolle ihrer bisherigen Karriere. Umso wichtiger ist das Zusammenspiel mit Tanzpartner Everton. Er gibt ihr Halt und Orientierung und souffliert auch bei schwierigen Passagen. Den Rücken aufrichten, Jaeza. Schulter? Kreuzen? Schulter senken. Und so bleiben, Jaeza. Drehen, drehen. Nach vorne. Komm. Vorwärts. Mehr. Hierher. Stehen bleiben. Körper nach links. Genau. Dies ist der Ort, wo 1995 alles begann. Die Blindenschule Padre Chico im Norden Sao Paulos. Jaeza wird im Alter von 10 Jahren hierher gebracht. Die Eltern sind verzweifelt, die Ärzte ratlos. Ein Jahr zuvor ist Jaeza erblindet, die Folge einer schweren Meningitis, ausgelöst durch verschmutztes Trinkwasser. Ich erinnere mich noch daran, wie ich damals dachte, nie werde ich mir meinen Traum verwirklichen und eine Ballerina werden, da ich ja jetzt blind bin. Zu der Zeit ist Fernanda 15 Jahre alt und besucht die Blindenschule, um mit den Kindern zu spielen. Als ich dort einmal in Ballettkleidung ankam, sagte eine der Schwestern, was für eine schöne Haltung du hast. Das haben unsere blinden Kinder nicht. Magst du ihnen vielleicht Ballett beibringen? Da erwiderte ich, wer wie? Ich soll jemandem Ballett beibringen? Ich war doch noch nie Lehrerin. Fernanda springt ins kalte Wasser. Sie fragt jedes einzelne Mädchen, ob es Ballett ausprobieren wolle. Auch die damals 10-jährige Jaeza. Ich antwortete, es wäre mein Traum, Ballerina zu sein. Aber wie soll eine Blinde so schöne Bewegungen machen wie die im Fernsehen? Da meinte sie, ich müsse nur an meine Träume glauben. Alles sei möglich. Und tatsächlich gelingt Jaeza das Unmögliche. Sie entwickelt sich zu einer professionellen Tänzerin und macht schließlich Karriere. Als einzige blinde Prima Ballerina der Welt. Heute besucht Jaeza das Blindeninstitut Padre Chico noch immer, um Fernanda beim Unterricht mit dem blinden Ballettnachwuchs zu assistieren. Heute ist es soweit. Der große Ballettabend beginnt in wenigen Stunden.
no palco. Ah, tá. Wie hübsch, Polly. Und Jayza, bist du soweit? Fast fertig, bis auf Details. Was für ein wunderbarer Tag für die Aufführung. Heute gelingt alles. Wir sind die Gewinnerinnen. Wir sind die Kriegerinnen. Uns wird nichts Schlimmes auf der Bühne passieren. Noch 2 Minuten bis zu Jayzas Auftritt. Gleich ist es soweit. Der Moment, auf den Jayza und Everton ein Jahr lang hingearbeitet haben. Und los, Arabesque, 1, 2, 3, Arabesque, 1, 2, 3. Ein Glücksmoment für die, die noch ganz am Anfang stehen, und für Profis wie Jayza. Wir haben es toll gemacht. Hast du die Pirouette gesehen, die ich gemacht habe? Jayza steht wieder auf der Bühne, als Star des Blindenballetts und als einzige blinde Prima Ballerina der Welt. Jetzt, wo ich die Esmeralda getanzt habe, kann ich, um mal Césars Worte zu verwenden, den nächsten Schritt gehen und mich selbst verwirklichen. Und dieser Schritt setzt dort an, wo Jayzas Schicksal vor 25 Jahren begann. Im Blindeninstitut Padre Chico. Jayza hat hier einen zweiten Job erhalten. Statt nur zu assistieren, wird sie nun als vollwertige Lehrerin die blinden Mädchen unterrichten.